Willkommen zurück, Ladies und Gentlemen, und damit zur zweiten Map hier im Spiel. LGB gegen die Ninjas in Pyjamas. Und damit geht's los auf DE Train. Die zweite Map hier, und die Jungs von LGB starten auf der CD-Seite. Ja, und das ist ihr Mapboard jetzt. DE Train. Mal schauen, was LGB hier machen kann. Und sollte Nip hier dieses Match verlieren, sind sie raus aus dem DreamHack-Turnier. Wann? Contact gegen Kargang. Oh, Axiom auch schon einige Hits kassiert. Und Schütten, was kann er machen? KG ist bekannt. Die T-Mitte hat er eigentlich auch gehört. Boah, war schön. Schütten damit zwei. Und damit nur noch Get Right. Und den macht sich der Dennis. Ja, gute Piste. KG schnell gegengeblockt, schnell die Infos gesammelt. Tja, und wieder mal eine Piste für LGB. Vielleicht bekommt ja Nip das Nervenplatz dann langsam. Denken sich, oh, wir haben so viel trainiert, was ist los? Ja, also, ich bin wirklich überrascht. LGB sehr, sehr stark. Spielen wirklich ein super Turnier. Das ist jetzt die zweite Piste, die sie holen. Und wenn wir uns mal erinnern an die allererste, die hätten sie eigentlich auch gehabt. Oh, jetzt gerade ein bisschen Probleme hier, die Fricks zu ziehen. Kann dort die Bombe legen. Boah, schöner Forest. Schuss von Forest. Mach noch nicht down. Jetzt aber. Wir überleben damit vier Mann. Spielen es aber echt safe. Manche hätten echt auf Biegen brechen verhindern wollen, dass die Bombe gelegt wird und hätten vielleicht deswegen ein, zwei Waffen mehr verloren, ja. Ja, und vielleicht sogar die Runde. So, und bei Fnatic gegen Recursive steht es momentan 14 zu 8. Für die Franzosen, für Recursive. Und das wäre dann das 1 zu 1 overall, wenn die Franzosen das hier gewinnen. Nip geht jetzt geschlossen Mitte raus. Nur Get Right wieder vom Kargang. Boah, Forest wird geholt. Nexem. Wir können noch ein MTW. Jetzt T-Mitte. Hinten kommt. Weiß ist wichtige Frags. Oh, er sieht ihn durch die Smoke. Was ist das für eine Bug-Smoke? Hast du gesehen? Ja. Boah. Und Pfiffen ebenfalls down, und es ist die Runde. LGB mit dem 3-0. Ja, die Ratsche auf Volume 0,01. Ja. So, da sehen wir gerade nochmal im Instant Replay die Shots. Und erste Equip geht hier auch an LGB. Equip gegen Equip. Also, das mit den Death Notes. Ich weiß nicht, ob Valve das eventuell noch hier über Nacht fixen kann. Damit das morgen bei den Turnieren funktioniert. Meinst du es Wahnsinn? Ich glaube nicht. Vielleicht weil es dann noch mehr Probleme gibt, was auch immer. Tja, und nach diesem Event wird vielleicht dieser Online-Ruf von LGB abgelegt. LGB steht sehr, sehr defensiv da am A-Spot.
Alle Smokes aber weg von LGP. So noch eine Smoke von Nip. Jetzt weit vom KG. Die wird auch schon raus. Vom Popo. Oh, der hat ihn gesehen. Schön, immer noch Meister. Oh, wieder ein Headshot. So, Dennis ist auf jeden Fall angesagt in der CT Mitte. Man kann aber noch ziehen mit AWP. Ja, aber Nip steht da gut. Nip steht sehr gut sogar. Jetzt links von hinten. Und Dennis und muss, wenn er Forest hat, ist er unter offen. Ah, hat den nicht. So, aber er kennt beide Poses jetzt. Zeit aber. Ja, aber er könnte ja einfach noch die Gegner ein bisschen da draufhalten, aber. Ja, gut, wir sehen es vom Geld her. So. Aber kann halt die. Olaf braucht auf jeden Fall die Waffe davon. Krims. Und dann könnte man es riskieren dabei, LGB. Wir werden aber nur Pistols gelegt. Schade. Hätte man wirklich probieren können. Zwei, drei Farmers wären da drin gewesen. Plus die Waffe, die AK für Olaf. Auf Train. Bisschen Überlegung wert eigentlich, ja. Shot sitzt. First Break ist da. Jetzt sehen wir wieder diese Nip Anti-Eco. Super vorsichtig. Nichts unnötig riskieren. Im besten Fall alle fünf Waffen durchbringen. Schöne Headshots. Da sieht man fast nicht mal die Gegner. Nur noch Skitten. 1 ja, gegen 5. Sollte er auch wieder die Waffe mitbringen. Sie werden ihn wahrscheinlich aber jagen. Da bin ich mir gar nicht mal so sicher, wenn ich mir das Geld von denen angucke. Also von Nip. Die sind auch über jede Waffe dankbar. Ja, überleben auch alle. CTs mit AWP. Ich hoffe, dass wir möglichst schnell bei LGB die Doppel-AWP sehen. Olaf wurde auch von der Mitte geholt von Kitaren. So, Dennis mit dem Frack, KG. Und jetzt Exem. Boah, Exem. Boah. Schön. Läuft. Obwohl er da eigentlich nicht so viele Frags machen darf. Ja. Aber gut, das ist halt der Vorteil an der Schalli M4. Wenn du den Gegner nicht siehst, anhand der Schüsse, kannst du nicht unbedingt zuordnen. Also schon, aber gerade wenn es da vor Ort ein bisschen lauter ist, nicht so gut. Smoke war es halt vor allem. Normalerweise bestimmt haben die gedacht, dass sie ihn durch die Smoke auf dem Radar sehen, was halt dann nicht so war wahrscheinlich. Holt da einfach mal zwei Leute. Und Fifth Lion will nur noch die AWP saven. Ja, das wird schwer. Ja. Krims. Sehr schwer. Von zwei Seiten kommen sie jetzt. Schafft er nicht.
Man nimmt wird aber dennoch kaum. Ja, okay, ich wollte schon sagen. Nein, der. Oh. Was hat er gemacht? Ja, die AWP, aber die wollten sie doch nicht haben. Dann haben sie wieder weggeworfen. Schade, ich würde sie echt gerne sehen in dieser Doppel-AWP. Hier auf Train, aber gut. Vielleicht ist das nichts für ihr Spielziel. Was auch immer. Du kannst ja. Ja, ist schwer dagegen was zu machen, wenn sie diesen Smoke-Go machen. Ja. Und die Flamme geht direkt auf Frag mit der Ave. Oh, wird ein AWP-Duell geben? Schöne Nate. Boah. Läuft da rein. Dennis. 4 gegen 3 Situation. Boah, hätte noch einer gesehen. Bekannt. Ja, ist aber runtergefallen. Ja, Olof Meister nach oben. Ja. Und Dennis, der kommt da eigentlich nicht mehr weg. Ja. Ja, kommt dann. Schön vorgepusht von Freeberg da an der 1. Ja, Schlagkraft raus, hin und her. Jetzt die CT ist wieder broke. Noch ziemlich sicher, dass die Map eigentlich an Nip geht. Kassiert. Kleine Wampe. Exist. Der wartet schon auf sie. XD 4-4. Es ist langsam was passieren sonst. Ja, und Nip ist T natürlich auch stark. Und 4 T-Runden ohne Pistol, das ist auch schon mal wieder eine gute. Guter Spielstand hier für sie. Ja. Da sind sicher noch 2-3 Runden drin für mich. Vor allem, wenn sie LGB weiter in diesem Loser-Strudel halten. Ja, wenn nichts, sie haben jetzt gerade. Ich glaube, die meisten haben sogar 0 Dollar. Ja, 0 und 50. Ja, 3x 0, 2x 50. Doppel-Eco danach. Falls sie verlieren sollten. Ja, erstmal den Fast Frag gemacht. Gar nicht, ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. War im K-Gang, aber wurde auch nicht in der Death Notice wieder angezeigt. Wird wieder der Belgo kommen, der gut geklappt hat, ziemlich. Oh, jetzt stehen sie aber anders diesmal. Was für Flammen. Ich bin weg. Forest. Einfach drauf und Spray down und das sieht nicht gut aus für die CTs. Aber 2 und 2. 2 und 1. 1 und 1. Oh, eine Ave. Dann Olof gut. Ohne DevKit. Ja. Ja. Macht noch den Frag. Oh, bei Nip muss aber auch komplett nachgekauft werden. 5-mal. LGB, aber in der Eco. Und Nip, die haben auch nicht so viel Geld. Also es ist.
Die Runde war sehr, halt sehr gutes Hin und Her. Und obwohl sie da drei Runden jetzt in Folge geholt haben, haben sie gerade wieder komplett kein Geld. Da einen guten Shot abbekommen. Jetzt down. Olaf von KG ausgepusht. War die Bombe. Sie haben die Bombe. Sie haben die Bombe. Oh ja, jetzt ist es krass. Oh, Forrest einfach eskalieren. So, und damit Dennis. 1 gegen 2. Gast einfach runter und holt 2. Dennis hat aber eine... Moved aber gut, ja. Ah! Da kommt aber... Exist. Exist wird ihn sehen. Ja. Win. 6 zu 4. Und... Olaf Arbe, jawohl. Gibt's. Für den Spot. Wieder XM, wieder in der gleichen Posi. Nix an den dicken Nate kassiert. War schön von Skitten. Hat zwei Leute low noch bei Nip. Jetzt wird's gefährlich, get right. Er gibt auch sofort den Headshot ab. Und nun 5 Runden gegen 3. Das sind eigentlich nicht so sehr seine Runden. Gast auch schon, Olaf. Und Olaf erwartet ihn oben. Ja, ja, toll sehen. So, stark. Wichtig mal, endlich wieder eine Runde für die Jungs von LGB. Und Nip macht Neko. Doch nicht? Nichts kauft, weil er zu viel Geld hat. Ja. Also die Waffe wird dann wahrscheinlich wieder durchgegeben. Ja, dem haben aber drei Smokes gekauft, also sie werden diesen Go vielleicht machen. Ne, gehen Richtung B. Und wahrscheinlich nur die Bombe unbedingt legen. Na, Olaf. Boah! Oh, das ist bitter. Die Arve ist weg. Oh, HE verworfen von Dennis. Jetzt könnte man sogar überlegen, ob man nur die Waffe... Ah, okay, sie geht schon raus. Die Bombe ist schon. Boah! Aber ist gut, man hat es. Der Fifflarren ist weg mit der Arve. Schönes mit dem nächsten. Forrest auch da. Boah, schöne Runde. Also da saßen jetzt aber gerade die Shots. alle Shots. Das war ja alles einzeln gerade. Gegen Forrest der, auch. Hast du das in der großen Rampe gesehen? Was Dennis gemacht hat mit Fittlachen. Der ist groß hoch. Direkt One-Click dem gegeben, der AWP. das war schon heftig. Das waren gerade gute Shots hier von LGB. Also wenn jetzt LGB die letzten drei Runden machen wollte, ist echt noch offen. Ja, und wenn LGB jetzt mal so weiterspielt mit diesem Aim, dann hat Nip da echte Probleme. Boah. Tiflaren, nur noch 30 HP. Schöne Nade von Dennis. Throwing a flashbang. Flashbang. Grenade out. Throwing flashbang.
mit Freeberg. Und für alle, die wissen wollen, was mit Maus los ist, auf dem Stream von Doom wird das übertragen. Dort könnt ihr natürlich gerne einschalten. Dort geht's gleich in die Partie Maus gegen Omtalat. Und das ist das Viertelfinale. Ja, und wenn Maus das gewinnt, stehen sie im Halbfinale. Und wenn sie das Halbfinale gewinnen, sind sie im Remake-Turnier dabei. So einfach ist das. Boah, XM. Doppelfrag. Und poppt er. Wie die treffen, ne? Das ist echt hart gerade. Also, und wenn Maus gegen Omtalat gewinnt, treffen sie auf den Sieger Xabso oder Vox E-Minor. Gegen Vox, die haben ja beim... Ja, beim MSI-Video mitgemacht. Okay. So, ich guck mal gerade für euch, ob bei Omtalat irgendwelche bekannten Krassen mitspielen. Ja, Maxaki, Püss. Zimmer. Jetzt werde ich verbrannt. So, und Überzeitsituation für LGB. So. Oh, Freeberg. Ja, aber er ist bekannt. Low AP, 20. Müsste jetzt gepusht werden da. Ja, und wir machen's. Eine schöne Eco noch. Oh, beide Teams können in der letzten Runde nochmal full equipped in diese letzte Runde gehen. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht Doppel-AWP dann sehen. Aber es sieht so aus, als bleibt Olaf der Einzige mit AWP. Dennis aber mit einer AUG. So, schauen wir mal. Pfeffer ebenfalls mit AWE. Wieder zu viert oben lang. Super schnell Richtung B. Ja, dann Molotov Dennis. Der Molotov wird wichtig sein. Wow, hat den Go geblockt schon mal. Aber doch nicht. Freeback stirbt. Und dann ist Headshot. 2 HP. Unlucky. Eine Nate dahin. Down. Dieser Exit, ne? Gegen 2. Ja. Aber so Dinge hat er auch heute Morgen in der Gruppe A gedrückt. Oh, da kommt eine Fläche nach der anderen geflogen. Und Fifth Learn. Wichtig. Ja, Bombe ist halt down im Spot. Was nein, der Close steht. Der Close Face Nest. Schöne Nades. Boah, trifft dich. Und 6. Starkes Spiel von XM. 16:09 und Get Right, schau dir das bitte an. 2:013. Also bei dem lief es hier gerade überhaupt nicht. Er hat immer noch Probleme mit seinem Rechner. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen, aber ja, alles, was er gespielt hat, wenn er dann mal Kagan oder sonst irgendwas. Wurde da immer geholt, immer ja. Lange gewartet von LGB auch. Ja. Ja, also perfekt Anti-Get-Right gespielt. So, nichtsdestotrotz, 6 T-Runden sind prinzipiell stark. Aber die Schweden sind auch auf der T-Seite halt sehr, sehr gut unterwegs. Ich meine, auch bei den letzten Events haben wir immer wieder gesehen, dass Train auch viele T-Runden geholt werden können. In der GV selber habe ich noch nicht auf Train gesehen, persönlich. So,
So, Get Right, also da werden vielleicht die ein oder anderen sich ein Bild einrahmen. Und wenn man jetzt rausfliegt mit so einer Leistung, Noch so viel Training vor allem. nach so viel Training, aber gerade auch persönlichen Get Right, der von sich ja auch immer nur das Beste erwartet, Perfektionist ist, sagt er selber über sich, aber auch auf seiner Facebook-Seite und sowas, da bin ich mal gespannt, was man dann lesen wird. Was da los war. Noch kann es er verhindern. Noch hat er die Gelegenheit dazu. Oh, geht direkt weiter zum Glück. Ja, bin auf die Pisten gespannt. Du direkt Richtung B. Bei NIP 4 Richtung A. Die Gasen direkt einfach drauf los. Fünfter Headshot. Boah, Freeberg, ein HP. Jetzt gibt er auch nicht den Frag jetzt. Boah, alle sehr viele Low von. Boah, Freeberg Ja, macht auch mit 1 HP. zweimal Low bei den CTs, aber trotzdem kommen die Frags nicht. Und Dennis, kann er jetzt Ja. glänzen? 1 gegen 4. Nein! Feldrunde, Ninjas in Pyjamas. Ich wusste, dass das kommt. Ja, der ist schneller gestorben, hätten wir die Runde geholt. Der hat noch einen gemacht mit 1 HP. Ja, vor allem war er der Erste da an der großen Rampe, der halt auch Low HP hatte. Ja. Also, liegt es mit 2 HP. Flawless. Fünfte Runde. So, Nip, kommen Sie nochmal hier zurück mit Vollgas. Direkt AWP bei 4. Ja, wissen natürlich auch, dass RGB jetzt gegen kauft. Bitte. Wir werden direkt von der Arbe geholt. Oh, schöner Shot von Dennis. Aber das ist hin und keine her. Smoke. 3 gegen 3 Situation. T-Tower steht noch. Und das ist jetzt bekannt. Exists. Da hast du nochmal Exist. Dritter Kill von ihm. Erster Equip Round abgewehrt. War halt nur eine Smoke oder so. Also. Hast ja gesehen, nur an der 6 war eine Smoke. Ja. Und blind war auch niemand oder was auch immer. War nicht so gut, der Go. Ganz wichtig. Stirb. Get right, stirb. Das ist schön. Gut aufgepasst. Get right da halt gefallen. Aber das können sie verkraften. Das hat echt keinen Spaß mehr. Aber ich sag mal so, ne, in den ersten 4 Runden jetzt 5 Kills gemacht immerhin. Also, deutliche Steigerung. Ja, jetzt hat er auch eine Autosniper.
Wenn nichts geht, nimmst du halt die. Hä, hey, der leckt voll. Guck mal. Ah, jetzt geht's wieder. Der hat gerade die Wand gekickt, voll lange. Get right, ja, halt. Get right, get right. Und dann ja. Ist es schade, dass uns der Autodirektor da nicht raufbringt, aber... Da ist eh nichts gesehen, der hat durch Smoke gebracht. Ja. Nice. Oh, jetzt werden hier aber Items gedroppt ohne Ende hier. 200 wieder. Dies ist dann erst, wenn du in Steam bist, in-game bist oder rausgetappt bist. Ja. Ah, vielleicht hab ich ja Glück. So, sehr, sehr breit aufgestellter Go von LGB, 2 K-Gang, 2 von B, Dennis in der Mitte. Bombe liegt so, dass die K-Gang-Spieler dann Bombe picken können und zum B schieben. Mal schauen, wie sie es dann spielen. Hängt davon ab, wo dann der Frag fällt. Man von der Flashpins. Was doch? Schon wieder 3er runter. Oh Gott. Also mit ganz großen Schritten nähert er sich da wieder dem Pfifferin. Und auch seinen Mates. So, Mouseboards hat die Knife Round gewonnen. Und wir werden euch natürlich auch die Ergebnisse von Maus immer wieder durchsagen hier. Auf dem BYOC-Turnier. Pfiffrin und Olaf. Ja, da hätte er vielleicht dann doch den Plant ansetzen sollen. Damit hätten sie auf jeden Fall die Runde nochmal kaufen können. So ist es wieder, ja. Wischiwaschi. Eine All-In-Runde eigentlich fast. Ja, wir kaufen auch. Ja. Ja, wenn sie die jetzt verlieren. Ja, wobei, wir haben Loser-Bonus. Im Loser-Bonus. Ja, ja. Das war ja, wenn halt die coole Equip richtig haben. Ja. Ich krieg so Aggression, wenn ich diese Auto-Sniper sehe. Irgendwas zu machen. Ja, aber das ist eine gute Waffe, auch wenn sie ja, abfuckt. Ja, ist gut, aber wenn du dagegen spielst, ist sie abfuckt. Ja, dann ist, genau. Sehr, sehr später Go. LGB entscheiden sich da auch nochmal für den B-Spot. Wieder da momentan alleine. Forrest kann noch schnell supporten. Hey, LGB können sich auch vom KG auf den Zaun boosten, so mal den Get Right zu holen. Forrest. First Track. Ja, auch weg. Jetzt kommt aber Get Right. Eins, zwei. Diese Waffe. So, einen muss er eigentlich noch machen für seinen Dreier. Okay, Pfiffler macht. Und jetzt Exist. Boah, gut umlaufen.
Und get right mit aber dem Diffuse und das reicht. So, die Frage ist, ob er noch an seinen Autosniper rankommt. Ja, jetzt hat er sie. Alle guten Dinge sind drei. Ja. 14. Runde Nip. Und LGB. Auch keine einzige versucht dagegen zu halten, ja. Fnatic gegen Recursive ist die dritte Map am Start. 3:3 dort der Spielstand. Auch da wird Train gespielt. Fnatic CD-Seite. Geht verbrennt. Oh, die kugeln da alle weg. Olaf macht den Kill und dann selber sich aus dem Spiel genommen. Ja, und da waren wieder die Shots von GetRight, die ihn da low gemacht haben. Hey. Zack, und zu viert überlebt. GetRight. Wieder zwei. So, und jetzt zwei, kann man mal das Scoreboard anschauen. GetRight mit 19 Fracks. Frack Bester. Und nach der ersten Halbzeit hatte er zwei Fracks.